Radio Niederösterreich am Vormittag mit Alice Herzog. Ja, unser heutiger Live-Gast im Studio war schon mal Reiseleiterin in Griechenland. Sie war auch schon mal österreichische Karaoke-Meisterin. Sie ist gelernte Hotelfachfrau. Sie hat eine PR-Agentur. Aber ihre ganz, ganz große Leidenschaft, die hat sie erst vor ein paar Jahren so richtig entdeckt, nämlich das Wiener Lied. Und seither geht's steil bergauf. Herzlich willkommen der Wiener Liedsängerin Charlotte Ludwig. Ja, grüß euch. Danke, dass ich da sein darf. Fühlen Sie sich angekommen beim Wiener Lied? Beim Wiener Lied fühle ich mich sehr angekommen, weil das kenne ich natürlich schon seit meiner Kindheit. Wie ich Kind war, ja, bin schon ein bisschen überwurzelt. Wie ich Kind war, konnte man bei jedem Heurigen oder bei fast jedem Heurigen noch Wiener Lieder hören. Heute ist das leider nicht mehr so, aber ich setze mich sehr dafür ein, dass das wieder kommt, diese Zeit. Wie so oft schließt sich der Kreis irgendwann im Leben und scheinbar ist es in Ihrem Fall auf alle Fälle so. Charlotte Ludwig, wir lernen Sie gleich persönlich kennen und natürlich auch Ihre Sirtaki-Schrammeln, die Sie uns gleich vorstellen wird. Mögen Sie das Wiener Lied? Ja, dann haben Sie was gemeinsam mit unserem heutigen Live-Gast im Studio. Charlotte Ludwig mag es nicht nur, sondern sie singt es auch ganz hervorragend. Dankeschön. Haben Sie ein liebstes eigentlich? Ein liebstes Wiener Lied? Ja. Meine Güte, es gibt ja tausende, aber ja, was ich zum Beispiel sehr gern habe, ist Anna hat immer das Bummel. Klassiker eigentlich. Horst Gmähler, Superstar genau. Des Wiener Lieds, hat das geschrieben. Ich meine, diese Liebe, die hat es, Sie haben es vorhin schon erwähnt, zwar schon in Ihrer Kindheit gegeben, oder Sie haben es immer wieder gehört, das Wiener Lied, ja. Aber jetzt, dass Sie es selber machen und damit auch auftreten, das ist ja eigentlich eine Erfahrung und etwas, was Sie im höheren Alter jetzt neu machen. Ne? Wie ist diese Liebe jetzt wieder entstanden oder wie hat sich das ergeben? Im höheren Alter ist gut, ja, das stimmt. Na, es ist so, ich habe vor 6 Jahren habe ich begonnen, Gesangsunterricht zu nehmen bei Tatjana Aton. Das ist eine Künstlerin aus St. Christophen. Und die hat mir das Wiener Lied vorgestellt. Und da habe ich dann einmal gesungen, meine Mutter war Wernerin und der sind die Tränen runtergeronnen. Und dann hat sie gesagt, und ich habe mir doch über Angst gehabt, und mir gedacht, Gottes Willen, singe ich so schlecht. Und sie hat gesagt, nein, du berührst mich so sehr, bitte mach Wiener Lied. Und sie hat mir dann vorgestellt, den Herbert Schöndorfer, das ist sicher einer der besten Akkordeonisten auf diesem Gebiet. Und wir haben dann, ja, geprobt miteinander. Der Herbert war irrsinnig lieb, hat mir so viele Lieder beigebracht. Ja, und haben wir 2 CDs gemacht und haben eine schöne Zeit gehabt. Und da war ich schon mittendrin im Wiener Lied. Ja, und dann hat eigentlich das eine das andere genau, ergeben. Und dann ist sie eigentlich immer weitergegangen und jetzt, ja, jetzt habe ich schon mein 5-jähriges Bühnenjubiläum, kann man sagen. Ich spiele jetzt hauptsächlich mit den 16er-Buben. Das sind sozusagen die das Wiener Lied am authentischsten bringen, der Klaus Steurer und der Patrick Rutger. Und auch mit dem Werner Weibert, ein wunderbarer Akkordeonist. Aber letztlich war es für Sie schon wirklich ein Neubeginn mit, ich glaube, Sie waren damals so rund um den 60. Geburtstag, genau. Oder? Ja. Ich habe mir gedacht, jetzt gehe ich dann in Pension, jetzt möchte ich was Gescheites machen, nämlich das, was ich immer schon machen wollte, auf der Bühne stehen. Ja, und da habe ich so ein Erlebnis gehabt, das will ich vielleicht noch erzählen. Da bin ich auf der Autobahn bin ich gefahren und da ist mir eingefallen, ich wollte ja schon als Kind immer ins Reinhard-Seminar und der Papa hat gesagt, bitte Kind, lern was Gescheites. Vielleicht muss ich vorausschicken, die Eltern hatten die Kantine im Theater an der Wien und der Papa hat dort wirklich viele verkappte Existenzen gesehen und wollte mir das nicht gönnen, sozusagen, dass ich diesen Berufsweg einschlage. Und dann bin ich auf der Autobahn gefahren und auf einmal war in meinem Kopf der Papa und der hat gesagt, du, jetzt kannst du das machen. Wirklich? Ja. Und da haben wir gedacht, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und passt, hat genau gepasst. Das Wiener Lied, was es so einzigartig macht, ist ja auch ein bisschen, es hat schon was Lustiges und Sie machen ja auch viel lustige Dinge auch auf der Bühne. Es geht ja ein bisschen in Richtung Kabarett. Aber ein bisschen Schwermut ist auch immer dabei, oder? Ja, mein Gott, ich glaube, die Wiener Lieder haben sich ja entwickelt schon aus dem, also aus der Zeit der Pest, wie die Pest in Wien war. Wann war das? 1640 oder so irgendwas. Da stammt ja schon das erste Wiener Lied her und da hat es ja wirklich viele Menschen gegeben, denen es ganz schlecht gegangen ist. Und Lieder sind ja auch ein Ausdruck der Seele, wo man sich ein bisschen erleichtern kann. Und ich glaube, aus der Zeit sind viele Wiener Lieder entstanden, die so richtig schwermütig sind, aber auch das lustige Wiener Lied gibt es. Natürlich. Ja. Haben Sie Vorbilder oder machen Sie ganz Ihren eigenen Weg? Weil ich meine, Sissi Kraner, glaube ich, war mal ganzer Abend, wenn ich mich erinnere. Sissi Kraner mache ich ja wieder einen Abend demnächst in Baden. Ja,
ich bin, wie gesagt, eher auf der lustigen Seite. Mich hat sehr fasziniert alles, was der Hermann Leopoldi geschrieben hat. Mhm. Da habe ich auch seinen Sohn kennengelernt. Vielleicht habe ich deshalb auch einen bestimmten Bezug zu ihm, weil der wohnt ja bei uns da in Niederösterreich, in Siegersdorf, glaube ich. War auch schon bei ihm zu Hause und der hat mir das Gesamtwerk geschenkt und da sind so viele tolle Lieder drin, die singe ich irrsinnig gern. Aber auch die aktuellen Wiener Liedkomponisten, wie zum Beispiel der Horst Gmähler oder der Karl Hodiner, bitte, die haben uns wirkliche Schätze gegeben. Ja. 20. März wäre zum Beispiel die Gelegenheit, Charlotte Ludwig einmal live zu hören im Theater im Steg in Baden. Und sie feiert auch demnächst Niederösterreich-Premiere mit einem neuen Programm. Was das ist, wie es klingt, darüber sprechen wir gleich noch hier auf Radio Niederösterreich. Im wirklichen Leben ist sie eigentlich PR-Beraterin, aber als Künstlerin, da ist sie mit Herz und Seele Wiener Liedsängerin Charlotte Ludwig. Wir haben sie schon ein bisschen kennengelernt heute live hier bei uns im Studio. Sie haben auch schon erzählt, ihre Eltern, die waren im Theater an der Wien, da haben sie die Kantine betrieben, aber eigentlich auch ein bisschen Künstler, oder? Mama, ja, beide. Also der Papa Dichterin. War ja ein Tenor. Eben. Ja, aber er hat nur beim Heurigen gesungen, leider. Gell? Aber schön dafür. Schade eigentlich. Ja, schade. Und die Mama, bitte, die ist auch eine wunderbare Mundartdichterin. Die hat auch schon zwei Bücherl geschrieben mit ihren Mundartgedichten. Und tatsächlich, jetzt sage ich das auch noch, am nächsten Samstag, also am 16. März, hat sie eine Lesung in Wien im Café Schopenhauer um 15 Uhr mit einer Harfenistin, die dann so dazwischen spielt. Also ja, ich bin aus einer Künstlerfamilie, kann man sagen. Und wie kann man sich das vorstellen in Ihrer Kindheit am Theater an der Wien? Sind Sie da wirklich nach der Schule hin und haben dort Ihre Hausübungen gemacht? Ja, genau so. Dann nehmen wir die Probe, oder? Ich war im Gymnasium vis-à-vis quasi in der Rallgasse und bin dann zum Mittag runter, habe das Mittagsgeschäft mitgemacht, also gearbeitet. Nachmittag habe ich meine Aufgaben gemacht und am Abend war ich bei meinen Spezienten auf der Bühne und habe mir die Vorstellungen angeschaut. Habe ganz tolle Sachen gesehen, wie zum Beispiel den Leonard Bernstein, ja. Wirklich? Ja, mit Fidelio. Kommt übrigens nächstes Jahr wieder. Im Februar habe ich schon Karten gekauft. Gut, da kriegt man natürlich schon ganz, ganz viel mit. Ja, ich habe sehr viele Künstler kennengelernt, also zum Beispiel den Kurt Jürgens oder den Josef Meinrad oder den Reinhard Fendrich. Ja, also. Gut, der Vater hat dann trotzdem gesagt, nein, du lernst was Gescheites, wie so oft halt. Hotelfachschule haben sie gemacht. Und dann kam Griechenland. Ja. Wie das? Es war eine unerfüllte Liebe, war schuld, dass ich nicht mehr in Österreich bleiben wollte. Und ich habe mich beworben als Reiseleiterin, zuerst bei Tiropa Austria. Die haben mich nicht wollen, die haben gesagt, ich bin noch zu jung und unerfahren. Aber der ITAS hat mich genommen und die haben mich geschickt nach Athen. Und dann war ich in Skiathos. Ja, bin dann später wieder zur Tiropa Austria. Aber ich war insgesamt 4 Jahre in Griechenland, habe die griechische Sprache gelernt, habe in Griechenland griechische Lieder gesungen. Zuerst für meine Gäste, also für die Touristen, später auch für die Griechen. Und im Winter war ich Hockenstadt und da habe ich in griechischen Lokalen in Wien griechische Lieder gesungen und habe mir so mein Essen und meine Coca-Cola verdient. Gut, da ist jetzt aber nicht so weit, wenn man dann eben auf die Idee kommt, das Wiener Lied mit zum Beispiel mit dem Sirtaki zu verbinden. Charlotte Ludwig macht das demnächst. Premiere in Niederösterreich, 23. März, Bad Füßlau. Und wir hören uns das natürlich gleich noch an, hier bei uns auf Radio Niederösterreich. Um diese Zeit sind immer Live-Gäste im Studio. Heute ist es die Wiener Liedsängerin Charlotte Ludwig. Das mit dem Singen, das hat sie uns schon erzählt, das hat es eigentlich schon sehr lange in ihrem Leben gegeben, wenn auch davor nicht ganz so professionell, bevor sie es eben so richtig angegangen ist. Sie war einmal österreichische Karaoke-Meisterin. Yes. Was haben Sie damals gesungen? Whitney Houston, Greatest Love of All. Das war nicht das Einfachste. Nein, a cappella sogar, mit dem habe ich es gewonnen. Das geht ja rauf in höchste Höhen. Ja, na, tolles Lied. Ja. Sind Sie so, also von der Stimmlage sopran? Nein, ich bin ein Alt. Eben. Bei der Gelegenheit darf ich einen Gruß. Aber bitte. Bitte, ich möchte so gern grüßen den Kirchenchor Würmler. Grüß euch, Mensch,
Burma. Freue mich, dass wir bald wieder miteinander singen. Heute am Abend haben wir Probe, 19 Uhr, nicht vergessen. Ja, haben wir was gemeinsam. Ich darf auch proben mit der Chorgemeinschaft in Hagenbrunn. Aber ich glaube, ihr seid erst gestern aufgetreten. Gestern sind wir aufgetreten, ja, war die Vorstellung der Firmlinge. Wunderbar. Sie haben uns auch schon erzählt, dass es eigentlich Ihre Gesangslehrerin war, die das Ganze mit dem Wiener Lied dann in Ihnen ein bisschen entdeckt oder auch erweckt hat. Aber genau. Warum haben Sie überhaupt begonnen mit der professionellen Gesangsausbildung? War das auch schon immer so ein Wunsch? Ja, nein, ich wollte ja immer schon auf die Bühne, wie schon erwähnt. Ich wollte eigentlich Schauspielerin werden, aber das hat, wie gesagt, der Papa nicht erlaubt. Und ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt in dem Alter bin, wo ich schon viel erlebt habe, dann könnte ich ja jetzt eigentlich das machen, was immer mein Herzenswunsch war, nämlich auf der Bühne stehen und diese Freude spüren, die man da hat, wenn man sich selber und denen, die einem zuhören, was Positives geben kann. Mhm. Das weckt so die Lebensgeister in mir und das wollte ich einfach erleben. Ja, es ist auch durch und durch positiv, was da von Ihnen kommt und was Sie uns bis jetzt erzählt haben. Es gehört aber auch was dazu, sage ich. Ja. Man muss es auch tun, man muss sich trauen, man muss den Mut haben und man muss sich fit halten. Ja, also nicht nur, ja, es ist so viel eigentlich, was man machen muss. Ne? Ich sage immer, wenn ich dann auf die Bühne gehe und singen darf, das ist schon die Belohnung für alles, was man vorher getan hat. Ne? Also man muss einmal die Lieder lernen, das heißt, ich singe alles auswendig, eh klar. Ich meine, sonst ist ja das nicht professionell. Man muss die Melodie lernen, den Text lernen, man muss sich die Musiker suchen, mit denen man das macht. Man muss Noten haben, die man denen geben kann, man muss proben, man muss das Ganze auch bekannt machen, also Social Media, in den Medien und so. Also es ist ein Haufen Arbeit rundherum, die man sich eigentlich antut, um dann sozusagen den Genuss zu haben, das zu erleben. Ja, und wie halten Sie sich fit dafür? Fit, jetzt mit meinem Hund. Ich habe voriges Jahr aus dem Tierheim St. Pölten einen 10 Jahre alten Hund geholt, den Snoopy. Das ist so ein Unikat aus Dackel, Beagle, Basset, alles Mögliche ist da drin. Ja, mit dem gehe ich halt jetzt jeden Tag wenigstens zweimal spazieren. Übrigens bei der Gelegenheit liebe Grüße an die Dora, wo mein Hund jetzt gerade ist, während ich bei Ihnen sitze. Und danke auch an die Friederike, dass sie immer mit mir spazieren geht, mit ihren zwei Hunden. Also ja, Sie sehen, da sind viele Menschen beschäftigt mit mir. Absolut. Charlotte Ludwig, es ist uns eine Freude und wir werden jetzt gleich reinhören in Ihr neues Programm, das Sie uns mitgebracht haben in wenigen Augenblicken. Die Sirtaki-Schrammeln, das ist das, wo sich eben ihre Leidenschaft zu Griechenland mit dem Wiener Lied ein bisschen verbindet. Die Schalalalotte Ludwig ist heute live bei uns. Das war, glaube ich, der Titel ihres ersten Solo-Programms. Genau. Schon ein paar Jahre her, als Wiener Liedsängerin. Sie singt von Herzen gern, haben wir heute schon gehört. Sie liebt Griechenland und jetzt liegt es natürlich nahe, das miteinander zu verbinden. Ganz genau, ja. Also der Startschuss war, da war ich beim Fest der Griechen voriges Jahr im Metropol und dort habe ich kennengelernt, also mal akustisch, den Kosteliaskos, ein wunderbarer Bouzouki-Spieler. Mhm. Und ich habe ihm gleich noch aus der Vorstellung eine Facebook-Anfrage gestellt. Der hat zugesagt, dass er mich als Freundin haben möchte. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er Lust hätte, mit den 16er Buben und mit mir zu spielen. Und der hat gesagt, ja. Dann habe ich die Buben gefragt, die haben auch gesagt, ja. Und dann haben wir uns auf das Abenteuer Sirtaki-Schrammeln eingelassen. Wie passt das zusammen? Ich meine, das ist jetzt wunderbar. Doch, ja? Na, wunderbar. Also es gibt gar nichts Schöneres. Das ist das Wiener Lied ist so, ja, also die wir singen, es gibt ja so viele, sind so energetisch. Und das griechische Lied ist auch so energetisch und wir verbinden das jetzt zu einer herrlichen Melange. Also wir singen Wiener Lieder auf Griechisch, griechische Lieder auf Wienerisch. Wir mischen das durcheinander und interessanterweise passt das wunderbar lustig zusammen. Ja. Weil es ja eigentlich komplett andere Mentalität, anderes Land. Ja, aber ja. Die Freude an der Musik verbindet, glaube ich. Gut, da hören wir gleich rein. Davor darf ich noch Ihr Rezept, das Sie uns mitgebracht haben, gerne erwähnen. Ja. Was Griechisches, natürlich. Darf ich nur noch erwähnen, wir haben schon zwei Lieder selber geschrieben. Eines wird man jetzt eben hören, das haben wir im Tonstudio von Gary Lux aufgenommen. Ein zweites gibt es auch noch, das heißt Griechenland Eladamu. Und da habe ich den Text gemacht und da kostet die Musik, das hört man heute leider nicht, aber man kann es sich im Internet anhören. So, und jetzt zum Rezept. Naja, klar, Ostern steht vor der Tür, ein Lammkotelett, habe ich mir gedacht.
Wunderbar. Habe ich mitgebracht. Rosmarin, Erdäpfel dazu. Mm, und Tzatziki, da brauche ich nicht viel. Ja, wie viel Knoblauch dürfen wir rein? Viel Knoblauch, viel. Ein ganzes Happerl gebe ich da immer rein. noe.orf.at. Auf den Service-Seiten finden Sie wie immer das ganz genaue Rezept. Sie können wie immer auch gerne anrufen. 027 42 23 330 wäre die Telefonnummer. Wann ich einmal stirb, das klingt jetzt eher nach Wienerlied. Was haben Sie da draus gemacht? Ja, das ist ein Wienerlied, ein altes Wienerlied. Das ist frei. Man darf ja nicht alles nehmen, ohne dass man die Rechte hat. Mhm. Daher haben wir uns für dieses entschieden und haben es mit der Busuki neu arrangiert. Also Sie werden hören, es ist zwar, wann ich einmal stirb, der Text, wann ich einmal stirb, aber wenn man das jetzt sich so anhört mit der Busuki, das ist, glaube ich, ganz gut geworden. Machen wir doch jetzt gleich Charlotte Ludwig gemeinsam mit den Sirtaki Schrammeln. Am 23. März in Bad Vöslau ist Niederösterreich Premiere. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Gerne. Jassas. Wann in der Grum, ich trink nicht durch die Bier.